So ungefähr kam er daher, der Darth Vader. Der Einzige mit Lichtschwert. Und die Minuten oder die Sekunden wurden nicht gezählt. Die Eintrittskarte, 20 Euro circa, noch eine Ermäßigung bekommen in einem sogenannten Special Kino mit Special Sound. Tja, Kritik an Rogue One, meine sehr verehrten Damen und Herren. In der Regel mache ich keine Kritik, weil als Filmemacher weiß man, wie hart Arbeit ist und vor allen Dingen, wie hart Schauspielerei ist. Ja, machen wir es mal ein bisschen schöner. Das war's. Ja, also, Vorpremiere war Stille. Da war kaum was los. Ja. Dann in 2D war auch nichts los. Dann mittags um 13 Uhr auf dem Sonntag, da war auch nichts los. Der Sound war auch gemäßigt, war also nicht zu laut. Also Awaken war richtig laut. Awaken war so richtig rabums. War auch bis zum letzten Platz voll. Meiner einer als Film und Foto, der beruflich damit involviert, sagt sich, ich warte lieber 6 Monate auf Episode 8 und auf alle Filme. Ich schenke mir Kino. Warum schenke ich mir Kino? Kann ich euch sagen. Das ewige Geschmatze und das Gestinke von den Nachos und das alles und Kinder, die da auch drin sitzen und dann den Eltern vor, ey, da gehe ich rein. Nee, da gehst du nicht rein. Da gehen wir rein. Weil durch die Vorspänne, die da liefen oder Leute, die ihr Handy hochhalten und demonstrativ auf die Uhr zeigen, warum ja so spät geworden. Ja, ist halt so. Werbung muss sein. Tja, die Aldi-Werbung haute rein. Die ist ja auch schon ein bisschen merkwürdig, die Aldi-Werbung. Aber was will man da machen? Okay, dann war die Vorkritik. Also ich mache nur Kritik über das Kino selbst. Das Kino selbst hat sich verändert. Wie gesagt, das Ungeschmatze, das ist nun mal nicht meine Welt. Daraufhin vor vielen Jahren entschlossen, eigenes Kino und bin auch gut gefahren damit. Dass ich die Tradition gebrochen wegen Star Wars, nun ja, man wollte ja mal wieder 18 sein. Rogue One fängt an und dann auf einmal buff, Rogue One, dann geht's weiter. Ich meine, der Anfang ist immer dasselbe, von unten nach oben, irgendwo ist immer ein Planet zu sehen oder ein Raumschiff, komm, man hält sich schon daran, ja. Spaßig war der Roboter, der umgebaute Droide. Es war sehr spaßig, wie er fragte, wusstest du, dass ich es nicht bin? Für die, die schon drin waren. Also ich wollte keinen Spoiler machen, ich möchte euch nämlich Weihnachten wünschen. Ich möchte euch allen Weihnachten wünschen. Ich möchte allen realen Kunden Weihnachten wünschen. Ich möchte allen Zuschauern dieser Sendung Weihnachten wünschen. Und ich möchte auch allen Fans Weihnachten wünschen. Kann sein, dass es am Alter liegt, dass man im Kino war, 79, mit 18 und jetzt bei Rogue One wieder 18 war. Und genau wie Leia dann in letzter Sekunde sagte, Hoffnung, wie sie die Karte bekommen hat, die dann R2-D2 da in den Schlitz bekam. Ja, da endet das Ganze und ich fange dann halt beim Schluss an. So, wie... Wir haben ja viel spekuliert 2016 und zum ersten Mal muss ich sagen, David, der Schauspieler von Kylo Ren, ja, David, du hast recht. You have right. Ja, er hat recht. Man sollte das alles gar nicht so aufpushen, man sollte uns gar nichts zeigen, man sollte uns einfach nur sagen, der Film kommt, geht ins Kino und dann fangt an, darüber zu sprechen, nicht vorher. Meine lieben Freunde, Rogue One hat uns gezeigt, wir diskutieren wie die Weltmeister. Wir echauffieren uns, ihr schreit was von Spoiler und was weiß ich nicht alles. Meine lieben Freunde, das ist totaler Quatsch. Ja, das sage ich jetzt einfach mal so als Jedi-Master hier. Es ist Quatsch. Totaler Quatsch. Sich vorher aufzuregen, zu echauffieren. Star Wars, der Mythos knackt ein bisschen. Also er hat ein bisschen Wehmut. Ich meine, wir wollen hoffen, dass 2 Millionen im Kino waren. Und wir wollen hoffen,
dass Walt Disney, lebt ja nun mal davon, 1 Milliarde eingespielt hat. Hoffen wir. Meine lieben Freunde, das hier ist Kritik, keine richtige, aber nur ans Kino selbst. Der Kinohauch ist weg. Ist zwar schön und gut, dass man da modernste Kinos hat. Es ist schön, dass es eine D-Box gibt, wo man seinen Sessel einstellen kann. Aber was habe ich davon, wenn dauernd einer aufsteht, vor meiner Nase herläuft, weil er zur Toilette muss oder weil er Hunger hat, weil er sich ein Bierchen holt. Ey, das ist für mich kein Kino. Ja. Ich höre auf damit, ich gehe nicht mehr ins Kino. Die 18 Euro schenke ich mir, tue ich 1 Euro bei, kann ich mir die auf DVD 6 Monate später holen. Ich brauche diesen Hype nicht mehr, habe ich mal eben so beschlossen. Jetzt bin ich nämlich auch mal so ein Rebell. Ich mache das jetzt hier wie Rogue One. Ja. Ich meine, wenn zwei, die sich vorher nicht so richtig wohl verstanden, nachher in Arm den Untergang entgegensehen. Ich meine, wohin hinlaufen? Wo hätten sie hinlaufen sollen? Bei der Kraft, die da nicht war, vom, ne, ist gleich, an sich würde ich gar nicht so viel spoilern, aber ihr merkt schon, ich habe so richtig Bock drauf. Also viele Szenen hat man nämlich gar nicht gesehen, die man vorher schon jahrelang gesehen hat. Ein Jahr lang hat man 10 gesehen, man war auf der Convention in London, da hat man, ja, hat man sich gefreut, dass man die, die man in London gesehen hat, diese Szenen dann doch im Film gesehen hat. Ja, aber eine Szene hat man nicht gesehen, wie die Leute abgeführt wurden, also die war nicht da, ich war im Kino, ich habe sie nicht gesehen. Dafür habe ich aber dann wieder einen anderen gesehen, der in der Kantine seinen Arm verliert. Ja, ne, ist klar. Und die Anmerkung, ne, an Obi-Wan Kenobi, dass da irgendwie so, ne, sein bester Freund und so. Ja, das war nur so eine Anmerkung. Man hätte an sich die Leia ja vorher schon zeigen können, weil R2-D2 hat man ja auch vorher schon kurz gezeigt, wie beide sich unterhielten. R2-D2 unterhielten sich und nachher bekam R2-D2, wissen wir ja, die Karte, ne, vom Todesstern. Ja, so ist das Leben. Eben. Ja, da ist wieder okay. Er war nun mal in seinem Container, wo alle recht hatten, ja, wie der Untertan kam in Robe, mach ich mal eben da, ne? Ne, er kam und sprach dann zum Lord, der im Genesungsbecken, ja, man sah diese Statur des Schauspielers, ne? Ja, und dann kam er ja auch, er kam und sprach und naja, war nicht die Stimme. Die Amerikaner haben vielleicht Glück, dass Earl Jones dann in dem Moment spricht, aber hier in Deutschland hatte man plötzlich einen James Bond, eine James Bond Stimme da bei jemandem. Beim Darth Vader hatte man eine etwas andere, man kennt die Stimmen, das sind ja alle Synchronstimmen, die kennt man, aber in einer anderen Figur. Und jetzt komme ich auch dazu, Star Wars, also dieser Star Wars, dieser Rogue One, scheint wohl so eine Art Marvel gewesen zu sein. Mit Einbindung da unten, wo man auf welchem Stern man gerade ist. Einmal hat man sogar vergessen zu synchronisieren und stand in Englisch Sir. Dann wurde doch Deutsch da irgendwie. Ja, keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, in welchen Kinos ihr wart. Wir waren jetzt hier in der Mülheimer Cinemax und alle, ja, die Säle waren leer, waren also nicht übervoll. Deswegen so sauer, ein bisschen schockiert, weil dort einer aufsteht, weil Kinder drin waren, wo die Eltern gesagt haben, wir gehen nicht rein, weil die Vorspanne von Assassin zum Beispiel, Assassin kommt am 21. oder kam am 21., wir haben ja jetzt die Weihnachtssendung, ich wünsche euch Heiligabend, ich wünsche euch wunderbare Weihnachten, der jetzt wirklich Lust hat, diese Show nochmal zu sehen. Ja, also als Filmemacher okay, wunderbar, sie ist also wie wunderbar eingearbeitet. Also, zum Schluss, Lea sah wirklich aus wie Lea, wie sie 17 war. Ja, also haben sie gut hingekriegt. Und Talking natürlich auch. Also am Anfang hat man gemerkt, das stimmt was nicht, das hat nicht hingehauen. Ja? Und nachher bei den anderen Sequenzen, da haben sie vielleicht deswegen nachgedreht, weil der sah echt aus, der Talking. Ja, ja, dass sie, ja, alle verstorben, keiner mehr da, aber die Macht, die Macht. Ich glaube an die Macht, ich glaube an die Macht, ich glaube an die Macht, ich glaube an die Macht. Hammer. Ja, alle glauben an die Macht und ja, wir gedenken denen. Ne? Ja. Und auf irgendeiner hat David recht.
David hat recht, man sollte den ganzen Kadaver sein lassen. Die ganzen Taser, die stimmen ja eh vorne und hinten nicht. Die Taser nicht, die Zusammenschnitte nicht, das Aufpushen, das Wahnsinns, also die Fans, die waschechten Fans, die einfach nicht loslassen. Ja, ist klar, dass die nachher zusammenbrechen und sagen, wow, was war das denn? Ne? Ist klar. Also Star Wars 1313 wäre gar nicht mal so schlecht, wenn man da so... Also ihr merkt schon, Star Wars ist wirklich angekommen im 23. Jahrhundert. Star Wars ist neu. Star Wars ist so ähnlich wie Marvel. Also ich rede jetzt als Fachmann. Ich habe mir die Bilder angesehen. So, ja, die Struktur. Dann die Nameneinblendung, wo man ist. Ich habe ja... Also ich schaue sehr viel Film und ich mache sehr viel Film und ich habe mit sehr vielen Fotos zu tun und alles. Aber die Arbeit, okay, die Arbeit war gut. Ich meine, die haben Geld, das Geld haben die eingesetzt. Man hat also an den Gerätschaften nicht so viel Fehler gesehen. Man hat nur gesehen, dass es wirklich sehr eng war. Man hat den bunten Haufen gesehen. Man hat auch die Kampfeinheiten da gesehen. Ja, ist klar. Das war ein Himmelfahrtskommando, was sie da durchgezogen haben. Aber sie haben es geschafft. Ich meine, es war immer der Tunnel. Ich meine, es war Star Wars, dieses Star Wars. Also es war und es ist. Es war ja auch ein selber da und der war von der Vader. Und der hat auch mal eben kurz mal zack, zack, bum, bum. Ja, und dann stand er da und schaute in die Ferne. Ja, dann können wir ja, dann wissen wir ja, dass er hinterher. Ne? Ja, was kann man dazu sagen? Also erstmal jeden einzelnen Weihnachten wünschen, viel Spaß haben und jeder soll für sich selber mal über Star Wars nachdenken. Also hier ist 100% Star Wars freie Zone. Hier ist kaum einer, der sich wirklich für Star Wars so interessiert, wie wir uns dafür interessiert haben. 1979, 1999 haben wir exklusiv nur für Fans das gemacht und genau das fehlt ja jetzt. Wir werden ja auch nicht mehr unterstützt, wenn muss man das privat machen, wenn man hier keinen Fan findet. Also hier online schon, also online stehen wir aber vor Monitore. Wir unterhalten uns in Monitore, mit Monitore, wir unterhalten uns mit Kamera und wir sprechen in eine Kamera, ob es nun mal so eine Hightech-Kamera ist hier wie im Studio oder halt in einem Smartphone. So sieht's aus. So. Ja, was soll man da erzählen? Was soll man über den Film erzählen? Ja, Whittaker, ja, reißt dieser Ding da ab, guckt in die Ferne und schabum, weg war er. Ja, die anderen beiden, die umarmen sich, ne, wie so ein Liebespaar und sagt, ey, ja, älter werden wir beide nicht, lass uns beide nochmal eben, ne? Und schabum, sind die auch weg. Der andere denkt, an die Macht ist weg, ne? Und der andere denkt auch kurz an die Macht. Und denkt sich, okay, somit sind beide wieder vereint. So, also übrig geblieben ist da keiner, nur das Vader, der da so einsam in die Ferne schaut. Und die letzten, also da in dem Moment, da wirklich die Szenen stimmten, ja, die Farbe alles stimmte. Und wie Leia die Hoffnung sprach, ja, da war man wieder 18, ja. Da war wieder Star Wars. Also es ist schon eine tolle Geschichte, wenn man 18 war oder egal, man war 1970 oder 79, man war zum ersten Mal in Star Wars. Ja, so ungefähr müsst ihr euch das vorstellen, so war es damals ja auch. Da war das Kino auch noch nicht so gehypt. Keiner kannte es, für ihn war alles neu. Und so müsst ihr Rogue One sehen. Ihr müsst Rogue One sehen als neu. Als komplett neuen Film, als komplett neue Richtung. Ihr seid zum ersten Mal in so einem Film, aus dem ein Mythos wird. Ja, ihr wart sozusagen ein Hauch von vier. Versteht ihr? Jeder eingefleischte Fan, also so richtig eingefleischter Fan, der ist in dem Moment so geflasht, dass er ganz schnell seine Blu-ray oder DVD rausholt, einlegt, um weiter gucken zu wollen. Ja, das ist Rogue One. Ja, als ob man weiter gucken wollte. Also filmtechnisch einwandfrei.
Ja, man hat sich wirklich Mühe gegeben, die Darsteller hinzubekommen. Gut, dass man da, wie gesagt, die James-Bond-Stimme nimmt, fand ich jetzt nicht so prickelnd, dass da einer plötzlich, ja. Aber sagen wir mal so, der Hauch von Teil 4, also wie die Leute herumliefen, wie sie die Schalter umgelegt haben, wie dann das gebündelte Licht der Kristalle dann, wie die beiden sie dann in die Hucke gehen und ist klar, die beiden mussten ja da arbeiten. Ja, ihr wisst nicht, wovon ich spreche. Okay. Ich spreche von dem hier. Die Jungs hier, die mussten da am Turmstern arbeiten. Und die haben gearbeitet. Und dann er hier. Den hat man gut hingekriegt. Doch, den hat man gut hingekriegt. Also, die haben lange wohl gesucht, den Schauspieler. Beim Anfang hat man gemerkt, dass da eine Maske drüber gezogen wurde. Die stimmte nicht so. Und bei 4K ist das sowieso so eine Sache, wenn man nicht richtig die Gesichter da macht, merkt man, wo die Puder sitzen und so. Aber nachher war, also haben sie ihn gut hingekriegt. Also, ja, richtig, da fällt mir gerade auf, ja, die Ghost war auch dabei. Richtig, die Ghost von den Rebels. Die Ghost war wirklich dabei, ja. Unterhalb, doch, wirklich, das war die Ghost. Die hat also rebellisch mitgemacht. Ja, also, ja, also die Uniform war cool. Die Jungs hier waren am Arbeiten. Der Turm wurde sogar zweimal gezeigt, ja, der da oben in die Ferne schaut und so. Ja, logisch. Okay, die Musik hat mich nicht an Star Wars erinnert. Also die Musik, war da überhaupt Musik? Also es war alles so dezent, so, vielleicht war das Kino zu leise diesmal, kann sein. Also diesmal in der Vorstellung, also ja, man wirft da alles so ein bisschen durcheinander. Am 23. war ich da nochmal drin. Und ja, deswegen merkt ihr, ich war ja so oft da drin und habe mir alles so genau angeguckt. Die Gesichter habe ich mir angeguckt, die Sachen, wie arbeiten die Knöpfe, die Handschuhe. Also ziemlich intensiv. Und von der Technik her, wie gedreht wurde, ja. Die Kamera war ruhig. Das war alles ruhig, das war alles diszipliniert. Okay, ein paar harte Schnitte waren schon, da hat man gemerkt, da ist schon was rausgenommen worden. Aber spritzig witzig war der umgebaute Droide. Ja, K2, ne? Ja, der war klasse. Ja. Schade, dass er einen Schuss ab... Ich meine, dass er nicht überlebt, ist klar. Auch er hat nicht überlebt, ist klar. Aber die Witzigkeit, wie die mit ihren Revolvern da umgehen, mit den sogenannten Blastern, ne? Während wir uns hier unterhalten, da mal eben so Peng, Bumm, ist schon Hammer. Nö. Also, umdenken. Irgendwie muss man umdenken, Fan zu sein. Ja. 15., 18., 23. Dreimal Star Wars Rogue One. Und jetzt freut man sich schon, im März, April nochmal Rogue One zu Hause sich anzuschauen. Und sofort die 4 reinzulegen, in dem Moment, wo Leia sagt, Hoffnung. Ja, und dann geht, und dann, ne, ist Darth Vader ja wieder da und haut alles wieder um. Ja. Ja, ja. Star Wars. Meine lieben Freunde, ich bedanke mich total und recht herzlich. Ich möchte euch einfach nur schöne Weihnachten wünschen. In 365 Tagen sehen wir uns vielleicht wieder. Vielleicht hat David ja recht, indem man nichts zeigt, auch gar nicht drüber redet. Also, ich werde nochmal schwer drüber nachdenken. Ganz schwer drüber nachdenken. Über Star Wars. Es gibt nämlich zweierlei. Es gibt die fiktive Welt. Da reden wir ja gerade. Wir sind jetzt im Moment in der fiktiven Welt. Und dann gibt es die reale Welt. Ja, wenn die reale Welt Figuren kauft und gar nicht Ahnung hat von den Figuren, dann ist das schon schade. Ne? Man sollte schon Ahnung haben von Figuren. Ja. Man sollte schon wissen, dass es Talking ist. Ja, der General. Ja. Man sollte schon wissen, dass der hier eine wichtige Rolle hat, denn der zündet den Todesstern. Ja, so ungefähr. Ja, und dass die Robbenleute hier die Robe tragen,
Naja. Ihr Film war nicht schlecht. Es ist ein Film. Aber die Resonanz macht einen so bedenklich, so traurig. Ja. Mal schauen, wie also wenn Episode 8 und Episode 9 auch so dahin dümpeln, dann ist aus Star Wars Marvel geworden. So ungefähr. Ja, also man hat ja Marvel vorher gesehen, Spider-Man. Ja. Dann hat man Assassins gesehen, der am 21. beziehungsweise am 21. läuft. Ja, 2017 kommen verdammt gute Filme. Ja, wollen wir schauen, ne? Ich beobachte das, meine sehr verehrten Damen und Herren. Euer Medienkanzler wird sich jetzt mit einigen gesprochen, ja, hier so eine Hall rausmachen. So eine Star Wars Hall. Ja, so. Ne? So eine Show. Ein Showroom. Die Leute können reinkommen, können schauen. Hier, hier braucht man keinen Eintritt zahlen. Man kann sich alles anschauen. Ne? Man kann darüber diskutieren. Ja, man kann die sogar kaufen. Ja. Im eBay-Shop. Ist ja logisch. Also ich mache mich jetzt weg hier. Hoffnung. Ja, die Lea hat recht. Ihr letzter Satz bei Rogue One. Hoffnung. Und diese Hoffnung hoffen wir, dass 8 und 9 wieder flashen. Also ich meine, Rogue One hat auch geflasht. Rogue One war nur was für die Insider. Ja, ein Wort. Rogue One war gar nichts für die Kinder. Rogue One war auch nicht für die, die mal ins Kino gehen. Rogue One ist und bleibt der einzige Star Wars Film, der wirklich in dem Moment, wo er zu Ende geht, wirklich sofort will man sitzen bleiben und sich 4 angucken. Also die Kinos sollten ruhig irgendwann mal Rogue One mit 4 verschmelzen, wirklich so nahtlos übergehen. Das ja doch. Ansonsten macht ihr es selbst. Ja. Ihr legt Motoren ein, legt also die 4 schon dabei und dann, na, wenn ihr Mischpult habt, dann in den richtigen Moment reinmischen. Ja. Ihr merkt, kommt schon wieder die Fachsache raus hier. So, ich muss weiterarbeiten, auch wenn Weihnachten ist. Ich wünsche euch wunderschöne Weihnachten. Und ja, ein Span oder Spoiler war das jetzt hier nicht, weil wer jetzt nicht im Kino war, hat Pech gehabt. Weil man kann ja nicht ewig schweigen. Ja? Man kann ja nicht ein halbes Jahr schweigen, bis der Letzte den Film gesehen hat. Meine lieben Freunde, früher sprach man sofort darüber. Sofort, verstehst du? Man kam aus dem Kino und hat sofort darüber gesprochen. Ja? Ja, so war das. Früher sprach man ja noch miteinander. Heute ist man ja global vernetzt. Wenn man da einen Spruch raushaut, so wie ich jetzt diesen Film rausgehauen habe, ist ja wohl klar, dass die Leute dann millionenfach zugeschaut haben. Und dann gibt es auch ein Echo. Früher gab es kein Echo. Früher hatte man Freunde, die mit einem im Kino waren. Man saß da also nicht alleine rum. Ja, da hampelte auch keiner mit dem Smartphone da. Oder Kinder aßen Nachos, das stinkt nämlich, das Zeug, aber egal. Oder schmeißen mit Popcorn durch die Gegend. Naja, jedenfalls gelacht wurde. Ja, es war okay. Es war okay. Es war mal wieder Star Wars. Ja. Jo, das war's. Macht's gut, Leute. Ja, macht's gut.